Hallo zusammen und guten Tag. Also ich bin Georg Dieker-Brennecke. Ich spreche hier zu Ihnen, zu euch als Vertreter der Bezirksvertretung Vohwinkel. Ich bin dort Mitglied für die Linke. Interessant ist das Kräfteverhältnis. Wir sind die einzige Partei, die die Bürgerinitiative von Anfang an unterstützt hat und sich von Anfang an also für den Erhalt des Osterholzes eingesetzt hat. Ich bin einer von 15, nur damit man auch weiß, also wie das Kräfteverhältnis ist. Über die unglückselige Rolle der Grünen hat Mario ja schon gesprochen. Bei uns in der Bezirksvertretung Vohwinkel haben Sie also das Planfeststellungsverfahren und auch das Ergebnis unterstützt. Also man merkt es auch hier, man hat also auf unseren Waldspaziergängen in der Regel Grüne gar nicht gesehen, aus unserem Ort sowieso nicht. Und ich halte das also für unglaublich schlecht, weil nämlich hier eine Wende also ohne die Grünen also schlichtweg nicht zu machen ist. Für uns Vohwinkler, was bedeutet uns das Osterholz? Ja, das Osterholz ist für uns sehr wichtig. Wer mal im Osterholz war, vor allen Dingen am Wochenende, das Osterholz ist voll. Und zwar voll mit Vohwinklern, die sich dort erholen. Das Osterholz ist unsere grüne Lunge. Dann gleichzeitig ist das Osterholz ja nicht gerade klein, sondern auch Rückzugsgebiet, also für sehr verschiedene Arten. Also wenn man da einmal guckt, also was es dort gibt, auch an Wild. Alles wird jetzt im Grunde genommen also kleiner. Nach der Räumung und Rodung, wer da im Osterholz war, der wird auch sehen, was da passiert ist. Eine gigantische Landschaftszerstörung, das Osterholz ist gekappt worden. Wir haben dort also verwüstete Landschaft. Das kommt hier im Ort ganz schlecht an. Die meisten Bürger haben das erst gemerkt, leider, als es zu spät war. Warum engagieren wir uns jetzt weiter nach der Räumung von vor einem Jahr für den Erhalt des Osterholzes? Wir haben starke Hinweise darauf, dass die Grube erweitert werden soll. Das Ganze ist eine Kalkgrube, das sollte man auch wissen. Was dort abgegraben wird, ist fossiler Kalk. Also im Grunde genommen ist das ein gigantischer Korallenstock, der dort über Jahrmillionen gewachsen ist und abgebaggert wird, innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Kalkbrennerei beruht darauf, in einem Korallenstock wird CO2 gebunden, und zwar in mineralischer Form. Um Kalk zu gewinnen, muss Kalk gebrannt werden, um dieses CO2 aus dem Kalkgestein wieder rauszuholen. Genau das macht die Firma Iseke. Was macht sie mit dem CO2? Das geht natürlich durch den Schornstein in die Luft. Es müssen sehr hohe Temperaturen erzeugt werden in diesen vier Öfen, die die haben. Zwei dieser Öfen, die werden also befeuert mit Braunkohlestaub, übrigens aus den RWE-Gruben auf der anderen Rheinseite. Ja, man braucht Temperaturen also von fast 1000 oder knapp über 1000 Grad. Das heißt also, wir haben es hier mit einer großen Umweltsauerei zu tun. Und das ist das ganze Geschäftsmodell dieser Firma Iseke. Die Halde, die jetzt erweitert werden soll, ist laut Plan zu Ende gebaut im Jahre 2035. Das heißt also jetzt in ungefähr 13 Jahren, dann ist finito. Und für die Firma bedeutet das im Grunde genommen, entweder man weitet die Grube aus oder man hört auf, Geschäfte zu machen. Dass man aufhört, Geschäfte zu machen, darauf deutet bei der Firma gar nichts hin. Die Firma ist im Besitz von etwas über 100 Hektar Osterholz. Unter dem Osterholz geht nämlich dieser Korallenstock weiter. Und er weitert im Grunde genommen nur darauf, abgebaggert zu werden. Wir haben auch andere starke Hinweise darauf, also dass die Grube erweitert werden soll. Also wer in dem Wald drin war, der wird im Moment gefleddert. Also man holt die besten Bäume raus und lässt also das, was krank ist und gestrüpp stehen. Aber
im Wald selbst wird Martin Bröker nachher dazu noch was sagen, der kennt sich damit besser aus. Und so bereitet man im Grunde genommen also das nächste Planfeststellungsverfahren schon vor, um diese Grube zu erweitern. Ja, was kann man daran sehen? Im Grunde genommen bleibt dieser Firma, über den Till kann man ja denken, was man will, selbst wenn er ein netter Mensch wäre, dem wird als Geschäftsmann nichts anderes übrig bleiben, als weiter abzubauen, weiter Umwelt zu vernichten und weiter unser Klima zu belasten, also mit CO2, weil er als Geschäftsmann natürlich überleben will. Und das ist das Wesen des Kapitalismus, ganz einfach. Der Kapitalismus beruht auf Wachstum, und zwar auf grenzenloses Wachstum. Und dass grenzenloses Wachstum bei endlichen Ressourcen nicht aufgehen kann, das leuchtet ja wohl jedem ein. Wir auch als Vohwinkler sind nicht bereit, die Folgekosten zu tragen. Das gehört nämlich zum Geschäftsmodell auch dazu. Uns werden ja Ewigkeitslasten hinterlassen. Die Firma hat keine Auflagen zur Renaturierung, nachdem also der Stock abgebaut ist. Also laut Plan im Jahre 2047, vielleicht dauert es ja auch noch länger, je nachdem, was man da findet, sondern da wird ganz einfach nur ein Zaun drumherum gezogen. So, und wir als Gesellschaft, als Allgemeinheit können uns damit auseinandersetzen, wie schlimm das aussieht. Ich empfehle euch, Ihnen einmal auf Google Maps zu gehen, Satellitenschau zu machen, und zwar über unser Gelände hier. Und dann kann man diese gigantische Landschaftsvernichtung und Naturvernichtung von oben sehen. In der Landschaft selbst von unten oft nicht, weil da einiges zugewachsen ist, vor allen Dingen die Halden. So, und diese Grubenerweiterung, die muss auf jeden Fall verhindert werden, damit wir nämlich erstens also über die Natur weiter verfügen können und dann vor allen Dingen uns weiter einsetzen können, also für den Klimawandel. Denn man weiß ja auch, den Kipppunkt, den haben wir vielleicht schon erreicht, vielleicht stehen wir kurz davor, auf jeden Fall haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben jetzt hier noch ein anderes Problem, was hier wahrscheinlich genauso abläuft. Und zwar werden hier einige Gewerbegebiete ausgewiesen in Vohwinkel. Eins ist das Gewerbegebiet Bundenbeck. Für diejenigen, die sich so ein bisschen auskennen, das hinten am Wiedener Kreuz direkt gegenüber der GEPA. Einige von Ihnen, von euch, waren da vielleicht mal. Ein Gelände, was unter Landschaftsschutz steht. Also das ist jetzt ganz wichtig zu bedenken. So, und daraus soll jetzt ein Gewerbegebiet werden. Das sind etwas über 5 Hektar. Ganz interessant ist, dass diese Ausweisung als Gewerbegebiet geschieht auf Antrag der Grünen und der CDU. Und auch dieser Antrag wiederum die Unterschrift von Anja Liebert trägt. Also das macht mich richtig zornig. Diese ganze Doppelzüngigkeit. Und genau das Gleiche findet hier wieder statt. Also auch dort sollen wieder Profite gemacht werden. Auch dort geht wieder ein Stück oder soll wieder ein Stück Natur verloren gehen. Auf der anderen Seite ist übrigens auch noch ein großer Gewerbepark geplant, also da, wo jetzt im Moment Amoflor und Leonards ist. Und da müsste man auch ein Auge drauf haben. Es gibt andere Areale hier im Wuppertal, die genauso funktionieren. Aber so funktioniert im Grunde genommen also nicht Klimaschutz und Umweltschutz, sondern gehandelt werden muss jetzt im Grunde genommen. So, vielen Dank.